Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Meerwasser-Aquarium-Podcasts. Da ich die letzten Tage viele Anfragen auf das am 6.11.2017 erscheinende Buch bekommen habe, möchte ich in dieser Folge kurz auf einige Punkte eingehen. Vorab, ich habe dieses Buch hauptsächlich für Aquarieneinsteiger und Fortgeschrittene geschrieben. So beginnen wir zu Anfangs, mit welchen Überlegungen du dich vor dem Kauf eines Meerwasser-Aquariums beschäftigen solltest, welche Arten von Aquarien es gibt und welche Möglichkeiten du hast, einen Aquariumunterbau selbst zu bauen oder zu kaufen. Ein weiterer Punkt sind Filterbecken oder auch die verschiedenen Filtersysteme, die am Markt vorhanden sind, mit ihren Vor- und Nachteilen. Natürlich lernst du dort auch, wie du PVC-Rohre richtig miteinander verschweißt und in das Aquarium einsetzt. Einen großen Teil im Buch nimmt das Thema Aquariumtechnik ein, gerade deshalb, weil es für Einsteiger und Fortgeschrittene extrem unüberschaubar wurde die letzten Jahre und Monate, weil immer mehr verschiedene Technik auf den Markt kommt und die meisten nicht wissen, erstmal was dahinter steht, beziehungsweise was für sie nötig ist oder was auch optional später ergänzt werden kann. Deshalb habe ich mich in diesem Kapitel sehr stark um das Thema Aquarientechnik gekümmert, um dir auch dort einen Leitfaden an die Hand zu geben. Jedes technische Bauteil, wie zum Beispiel der Ozonisator, der UVC-Wasserklärer, der Kalkreaktor und viele andere Dinge, sind exakt beschrieben und auch mit Bildern versehen, sodass du sie wirklich zuordnen kannst. Ein weiterer Themenblock ist das wichtige Thema Strömung im Meerwasseraquarium. Dort schauen wir uns an, was du bei der Strömung im Meerwasseraquarium berücksichtigen solltest und was es für verschiedene Strömungssysteme am Markt gibt, beziehungsweise ob es Sinn gibt, die Strömung zu steuern und zu regeln. In einem separaten Kapitel kümmern wir uns noch um das wichtige Thema Beleuchtung und schauen uns auch hier die Vor- und Nachteile der verschiedenen Beleuchtungssysteme genau an. Nachdem es beim Meerwasseraquarium nicht nur auf die technischen Bauteile ankommt, sondern auch um die Optik, schauen wir uns auch hier die Befüllung und Dekoration, die Einlaufphase, die Wartung und Pflege von deinem Meerwasseraquarium genau an und erhältst sogar einen Pflegeplan, mit dem wir selbst ca. 2000 Aquarienwartungen pro Jahr durchführen. Für diejenigen, die tiefer in das Thema Meerwasseraquarium einsteigen möchten, gibt es noch ein sehr umfangreiches Artikel mit der Wasserchemie, wo du genau erfährst, wie du die Werte erfassen kannst und vor allem auch beeinflussen kannst. In den letzten Kapiteln erfährst du viel über den Tierbesatz im Meerwasseraquarium. Zum Beispiel, welche Fische sind für das Meerwasseraquarium für Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet, was musst du bei der Auswahl von Fischen beachten, was tust du, wenn Fische krank sind, wie ernährst du Fische. Und so schauen wir uns auch an, welche Korallen für dich geeignet sind, wie du die Korallen im Aquarium platzierst, optimalerweise für jede Art. Im weiteren Teil gehen wir noch auf Garnelen, Seesterne, Seeigel und Einsiedlerkrebse ein. Im letzten Kapitel kümmern wir uns noch um Plagegeister. Dort erfährst du zum Beispiel, was du gegen Borstenwürmer, Glasrosen oder Feueranemonen unternehmen kannst, damit diese nicht zur Plage werden und dein Aquarium beherrschen. Das Buch hat 257 Seiten, hat über 100 Farbfotos und Skizzen und führt dich von Anfang, sprich vor dem Kauf, bis über die Montage des Aquariums, zur Pflege, bis hin über den Tierbesatz durch das gesamte Leben der Meerwasseraquaristik. Was mich besonders freut, ist, dass Hans-Werner Balling, der Erfinder der Balling-Methode, den Klappentext geschrieben hat. Denn Hans-Werner Balling ist eins meiner großen Vorbilder und Idole in der Meerwasseraquaristik. Das Buch erscheint am 6.11.2017 am Markt und kostet dann 29,95 €. Wenn du es vorbestellen möchtest, kannst du dies gerne tun. Du sendest einfach eine E-Mail an info@aquariumwest.de mit deiner Adresse und wir versenden das Buch, sobald wir es vom Drucker erhalten haben. Bis zum 6.11.2017 kostet das Buch noch 25,95 €. Ich freue mich auf deine Fragen. Wenn du möchtest, schick sie mir gerne zu. Dein Markus Mahl.